Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ich bin euer Firobo und wir befinden uns an einem Turm. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Ja, ich versuche da jetzt hochzukommen. Ich will die letzte Steintafel machen. Dafür brauche ich allerdings erstmal diese Rüstung wieder. Und die holen wir uns jetzt. Und dann schwimmen wir einfach dahin. Ich hätte einfach runter. Aber wir können es wahrscheinlich Zeit sparen, indem wir so machen. Hoffe ich einfach mal. So. Zack. Let's go. Ach, da öffnet den automatisch den Fallschirm, okay. Da ist noch eine Kiste. Oh. Cool. Hab nicht gesehen, dass da eine Kiste war. Ja, die nehmen wir doch gerne mit, würde ich sagen. Eine alte Karte. Oh. Wieder in der Tiefe. Oh, haben wir ein paar Karten, ein paar Verstecke noch, die wir in der Tiefe machen müssen. Oh, sehe ich da eine sehr schöne Frucht hier. Spuren auch mit, klar. So. Eigentlich die Luft, was wir haben, aber okay. Dann halt so. Zack. Schnecken gibt es ja auch. Oh, cool. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. So, laufen wir einfach mal den Rand ab nochmal. Schnell. Da war noch eine. Ich übersehe die immer. Also wieder. Zack. Da ist aber einer. Die habe ich diesmal gesehen. Okay, gut. So, wir wollen da oben hin. Heißt. Wir nehmen unseren Soldrand und nehmen einfach ihn hier. Jawohl. Zack. Und. Feuerholz und ein bisschen das sortiert jetzt gerade. Hier ist anders sortiert. Muss ich jetzt mal gucken. Warte, da war doch, oder? Nee. Damage. So. Wenn denn da Feuer stellen. Sehr schön. Ja, dann steigen wir mal auf. Sollte jetzt diesmal wirklich schaffbar sein. Eigentlich. Das ist natürlich sogar dann zu dem. So, ja, ich hoffe, jetzt passt das wieder. Ja, wieder mal abgekackt, ne? Soll. Ja, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Es ist schon wieder am überlastet sein. Okay. Warum? Was ist verkehrt? Das, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt einfach hier hin. So. Ich probiere es einfach in Echtzeit. So. Echtzeit, Virus. Warum war jetzt nicht in meinem CPU liegt? Es liegt ja nicht an meiner Grafikkarte. Warum auch immer plötzlich meine Grafikkarte wieder rumspacken ist. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, wieder einen PC neu aufzusetzen, weil den habe ich erst vor einigen Wochen aufgesetzt. Klar, Windows 11 ist scheiße und so, aber ich will jetzt nicht wegen Windows 11 alle 2 Monate meinen PC neu aufsetzen müssen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, wie ich finde. So, wir kommen einfach hier rüber jetzt. Sehr schön. Zack. Voilà, und haben die Steintafel. Die letzte. Hilfe. Und versuchen, da hinten rüber zu kommen. So, jetzt kann ich endlich diese Markierung löschen, dann können wir endlich bald happy sein, dass wir alle Steintafeln gemacht haben. Dann haben wir die Mission nämlich auch erledigt. Da freue ich mich doch drüber. Soll ich die random einfach diese Flugmonster einfach in der Luft sind, ne? Und dann einfach, ja. Die teilweise auch wirklich effektiv sind. Weiter Weg hier.
Ich würde mal sagen, ich ziehe mal meine Aero-Rüstung an lieber. So. So, bin ich wieder. Ich habe jetzt sogar ernsthaft den Grafiktreiber nochmal neu installiert. Also mehr kann ich auch gerade nicht machen. Ey, ey, ey. Was soll man tun, ne? So, wir wollen diesen Giganten da, alle Giganten besiegen. Ich glaube aber, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer. Ich glaube, der reicht schon. Ich schätze einfach mal. Ich hoffe, mein Blitz hat sich zwar nicht gefangen. So. Ganz schön knapp. Das war echt knapp. Aber wir haben es überlebt. So, wir ziehen uns an. Wir wollen jetzt kämpfen. So, nehmen wir das Master Schwert noch. Nö, nehmen wir hier. Nehmen wir die Keule. Das Schild ist okay. Der Bogen. Doch, ist auch okay, würde ich sagen. Dann müssen wir noch die Ultra nehmen. Ah, der Herr hatte sogar eine Kiste auf dem Rücken. Boom. Ich nehme einfach alle Steine raus. So. Ja, wie einfach mir hinterher schwebt. Wächst halt noch schneller. Danke mir. Aufmachen, gibt es eine Karte drin, glaube ich, ne? Nein, Wille des Weisen, oh! Sehr schön. Jo, damit kommst du da, trifft er mich. Na. Ernsthaft? Jo. Okay, du gehst mir gerade eine Hand auf den Sack. Aber er macht mir einfach keinen Schaden, wenn wir laufen. Ah, jetzt ist er zerbrochen. So, dann nehmen wir unsere Dinge her. Ah, hätte ich vielleicht auch was anderes nehmen sollen. Egal, haben wir noch die Waffen hier. Ach, jetzt könnte mir so. Dann soll er mir anzukommen. Ja, kletter doch da drauf. Meine Güte. Der wieder rumhüpft wie so ein Dulli, weißt du? Hallo? Autsch. Das hat mir mehr Schaden gemacht als alles andere. Okay. So, jetzt haben wir ihn aber auch. Verbogen. Sehr schön, endlich. So, hab ich eigentlich. Ich hätte das für mein Schwert nehmen können, theoretisch. Stimmt. Hätte ich theoretisch machen können, aber gut, haben wir nicht. Kann ich eigentlich sehen? Im Menü kann ich das sehen, ne? Ja, 32 macht der. Macht das Ding hier. Haben wir eine Waffe, die noch nicht gefused ist? Ich dachte, ich mein Master Schwert, ne? Master Schwert am Fusen? Aha, ich habe mein Master Schwert aber vorhin kennt nicht gemacht. Das war die offene Kiste, ne? Ja. Gab's hier also gar nur einen Wille des Weisen, okay. Ne, gab's hier nicht, aber jetzt scheint es wenigstens zu laufen, bist du?
Erstmal zumindest. So, wo springe ich denn hier hin? Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Das ist ganz klar ein Herz. Da oben drauf ist wahrscheinlich ein Krog. Nee. Ach, jetzt ein Krog. Oh. Erledigt. Sehr schön. Jaha. Hey, tschüss. Ja. Und was ist da an dem See? Ah. Ich meine, das war damals eine Aufgabe, ne? Wir sollten irgendwie den See finden oder so. Ah, hier ist jetzt gerade erstmal nichts. Schade. Schade, schade, schade. Und noch ein Weg. Was ist das? Einfach eine Pflanze, okay. So. Ah, da mal angestellt. Könnten wir vielleicht nochmal hingehen, ob wir da irgendwie eine Aufgabe kriegen oder so? Hm. So. Ich laufe nicht. Ich gleite. Ein Vio läuft nicht. Ein Vio slidet. So. Wenn wir denn hier was Tolles noch? Aha, aha, okay. Wenn wir nicht, ne? Ist hier nochmal unser Kollege mit dem Schild irgendwo? Hm, schauen wir erstmal nicht. So, und da waren wir auch schon gewesen, ne? Ja. Da waren wir auch schon. Wir waren schon hier überall. Hier habe ich ein Steuergerät. Okay, sind wir hier durch. Würde ich jetzt einfach mal sagen, so, wir gehen einfach hier hin. Zack, würde ich sagen. Zack, zack. Und machen die Aufgaben weiter. Ich kann noch die Steintafel abgeben, aber können wir später machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt not so wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So, aber ich weiß, was hier noch ist. Stimmt, das können wir noch machen. Wir müssen da hoch. Da kriegen wir nämlich noch was. Übrigens, die Saurus kriegt man wirklich erst nur komplett, wenn man halt eben, wenn man die Hauptstory hier wirklich abgeschlossen hat. Von den Sauras. Wenn man dann irgendwie in so ein Heiligtum kommt und dann da, muss man halt eben dann das eben schaffen. Muss man schaffen, nee, das ist ein Gang und den kriegt man nicht. So einfach, okay. Ah, wird aber auch ganz schön knapp. Ohne hier unseren kleinen Flugfreund hätten wir es vielleicht gar nicht geschafft. Insel des Schuppentanz. Alles voller Glibberzeug. Das Glibberzeug können wir ignorieren. Wir müssen mal hier rüber. Wir bleiben dann stecken. Cool. Müssten dann da Glibberzeug sehen können, ja. So, und dann geht das mit der Wasserflasche. Oh. Ja, hat geklappt. So, dann können wir nämlich hier rein. Und dann ist halt da. Gewisse dann aus, wusste ich nicht. Wusste nur den Weg. Haben wir den Sora-Helm? Jawohl. Und den Beinschutz können wir in dem Heiligtum, wo wir schon waren. Aber uns das halt nichts gebracht hat, leider. Ist da. Ein Krog ist hier, achso. Achso. Achso, achso, achso. Ja, was wir machen müssen, ist glaube ich wieder auch. Oh, das war's schon. Tada!
Schön, haben wir den auch befreit. Sehr schön. So, haben wir denn hier unten irgendwas Tolles? Deswegen ist es lohnt, hier hinzukommen. Eine Höhle. Tada. Südhöhle der Ulra. Okay. Ich bin gerade so froh. Das stehen ja auch. Stand zu müssen, weiß ich nicht den ganzen Weg hier selber freiräumen muss. Hm, sieht nach mir überhaupt aus, würde ich sagen, oder? Der macht einfach alles kaputt direkt. Oh, nice. So, so, so. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir. Ah. Was den Moment. Ups. Tidim. Dann haben wir den im Schau schon mal. Sehr schön. Ja, die Krabben nehmen wir auch noch mit. Na. Sehr schön. So. Dann kloppen wir wohl gleich mal die Wahrheit, würde ich sagen. Hallo, Herr Ivarok. Oh. Nee, ich will aber eine Bombe haben. Autsch. Okay. Danke. So. Der ist eigentlich nicht schwer. Wünsch mir mal. So. Gibt ein Leuchtherz? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das ist ein normaler Ivarok, der ein Leuchtherz gibt, hä? Aber ich kann nichts gerade mit anfangen, schade. Dann haben wir den auch schon mal erledigt. Falls doch mal man diese Medaille machen sollen, wollen würde oder so. Ich kann aber leider auch nicht mitnehmen, ne? Ist ein bisschen schade. So, haben wir noch einen Weg. So, wir haben hier noch was. Ja. Kollege. Das ist echt der unnötigste NPC überhaupt. Achso, jetzt auch nur. Einfach nur das. Okay. Komm her, du Krabbe. Das ist meins. Du auch. Sehr schön. Der bringt mir nicht viel, aber egal. Jetzt haben wir es gemacht. So. Oh, das ist schon die nächste Höhle wieder. ich mach auf jeden Fall die Sona. Ja, ja. Ist das ein Prinzessin? Ja, Tatsache. Ja. Mach die Dings. Ach, das ist gar keine Höhle, das ist einfach nur runtergeflogen. Irgendwie kommt der mir anders vor, aber gut. Lauf! Durch die Schule! Ach guck mal, dann konnten wir noch ein bisschen die Gegend hier. Und auch ein bisschen was mehr gemacht. Oh, eine Leine. Boah, du Arsch! Eine weiße Leune. So ist die Leune jetzt besser. Haben wir denn die Leunen hier? Hm, wo sind meine Leunen? Buddies hier.
Wie? Nicht keine Leute da. Weiße Leine, okay. Jo, Leine habe ich nicht fotografiert. Oh, wie das Ding da funkelt, ey. Uff. Aber wir haben nicht mehr. Ach, wir haben doch noch jede Menge Zeit, theoretisch. Will ich meine Sauersachen dafür opfern? Eigentlich ja. Kaboom! So, wo ist die? Ja. Oh. Mein Baum ist leider kaputt gegangen. Oh, ich würde eigentlich alles ans Boden. Das wollte ich machen. So. Oh! Oh, ich habe die falsche Rüstung an. Stimmt ja. Nee, gar nicht wahr, aber. Oh, da hat echt Schaden gemacht. What? Okay. Dann machen wir. Hab ich nicht ein bisschen mehr als das? Oh, nehmen wir den her. Zack. Okay. So. Viel zu spät. Na gut, das habe ich verdient vielleicht. So. Mann, ich wollte eigentlich fliegen wieder. Ich hab eigentlich sein Leben regeneriert, wenn er jetzt, wenn ich jetzt voll gut vom Mund kommt. Eieiei. Wenn das Blutmonster die ganze Welt färbt. Skippen. Danke. Meine Güte. Ich will einfach nur skippen. Nee, cool. Aua. Das war zu früh. Okay. Yo. Oh. Zack, 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 zack. Ausweichen, cool, danke. Jo, cool. Oh, das war schon. Oh. Das war der krasse Headshot. Schade, man sieht, wie viel man hat durch den Dings zum Monster. Mehr ein Sprung das mal. Den nehmen wir natürlich mit. So, 62 habe ich gerade gesehen gehabt. Na, ja, so ein Schild geht leider kaputt. Sorry, aber gut. Das Schwert. Rechte Verfassung, naja. Na gut. Was soll's.
wird auch noch heftig gekämpft. Kappa. Ja, cool, da haben wir noch eine Leine gekillt. Düdüm. Das Ganze wofür? Wir wissen es nicht. Das ist eine Höhle. Ein bisschen anders, finde ich. Das hier oben drauf vielleicht irgendwas. Ein Krogrätsel ist hier oben drauf, natürlich. Dann zwei Steine, aber ich kenne zwei Crocs. By the way. So. Und das ist auch erledigt. Sehr schön. Da läuft jemand ganz alleine umher. Da ist der Feuerdrache. Ach, wir sind so weit schon hier rüber. Ja, schon, wir sind bald an dem Schrein schon. So, hier waren wir gar nicht drin. Ich habe nicht gesehen gehabt, ne? Na gut. Dann gehen wir uns mal wieder hier hin. Hat es jetzt echt was gebracht, den Grafiktreiber neu zu installieren? Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal zwei so Rüstungsteile. Läuft bei uns. So. Wir nehmen den einfach mal und dann nehmen wir einfach mal den hier. So, lieber Sion, ich komme in Frieden. Hoffentlich. Was erzählst du mir? Oh. Ist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link! Ich finde es auch immer wieder schön, dass einfach nur das kommt. So, ja, ich freue mich, Link, und das war's an Synchronisation. Ach, Link, wie lange ist es schon her? Es hieß, du seist spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? So ist das also. Unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf einer Insel aufgewacht, die dir wie durch Zauberkraft am Himmel schwebt. Okay. Der Himmel. Ob dort die Wurzeln aller Übels zu finden ist? Oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme? Ich hätte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebende Insel mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Daher trug ich einen Sora-Gelehrten auf, unsere alte Schriften zu dokumentieren und durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und der seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspricht das Wasser, das Dorf am Leben hält. Und ich setze meine Kraft ein und die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit Gefangener dieses Orts. Hier sind die Flossen gebunden. Doch, eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib in den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Irtor, den haben wir schon gefunden. Er sollte am Tato-See seinen Studien nachgehen. Und wärst dich von ihr. Sicher findest du ihn dort. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Link. Besuch mich gerne jederzeit wieder. Das war's? Okay.
Sidon. Sidon, Sidon. Okay, aber meine Dings ist immer noch hier. Okay. Hm. Gut, dann gehen wir mal gucken, ne? Aha. Wander, da ja ich. Jetzt bin ich da, oder genau. Da muss ich hin. Das in die Richtung. So, heißt dann sind jetzt die auch alle wieder da, ne? Ja. Sind auch alle wieder da. Uff. Oh, die Kiste ist weg. Ja, ich halte mich ein bisschen weiter hier. Weil ich aber auch keine Lust, fünfmal gegen die Leute zu kämpfen. Ne? Ich will mal ganz klar sagen. So. Ich bin der Meinung, dass der Roten, dass im Mund dann nochmal einfach die Ressourcen einen wieder auch auffüllen kann, ja, ne? Wenn schon die Gegner auffüllt, dann kann er auch die Ressourcen auffüllen. So. Zack. So, dann quatschen wir mit dir nochmal. So, diese elende Schwinge. Eine Inschrift, die wie römische Bogen anmuten. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit anfertigen und uns hinterlassen. Stell dich auf das Land des Himmelsfischs. Tropfenwasserbrücke. Oh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Hm? Oh, Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt noch von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um die meine uralte Tafel, Steintafel der Soras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie sich für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Der gelehrte Hito hat die Uhr der Steintafel entdeckt, als Steintafel beschädigt, sodass die Jonathan, sonst könnte bei der Suche nach Prinzessin helfen. Als ich versuche, den Text wiederherzustellen. Ja, aber wie? Aha, ist er doch. Aha. Oh ne, warte. Warum, Link? Ich habe B gedrückt. Um. Jetzt kannst du es lesen können, oder? Die Steintafel. Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man. Ja, jetzt die Inschrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Ich schieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja unumwerfend. Ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit erarmst, da Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit dem Begriff gemeint sein? Wie soll die Schritte durchgeführt werden? Fest steht, dass hier die Rede vom Symbol des Königs ist. Obwohl seine Hoheit, König Dorepfan, er dazu weiß. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Okay. Hinweise. Iterate zu fragen, okay. Und wer ist der König? Ist der im Sora-Dorf? So, ich würde gerne noch den Charakter holen. Ein Tanzzapfen, geil. Ach ja, auch noch ein Fliegeviecher. Junge, Junge, Junge. So. Oh,
passt es jetzt? Jetzt passt es. Ja, ich hätte schon vorher gefunden gehabt, aber okay. Will ich noch merken. Ja, ich... Okay, cool. Dann halt nicht. Dorf der Zoras. Und Steuerschott ist in Form. Ganz knapp. Ich will mal gucken, ob hier vielleicht eine Kiste ist oder so, ne? Hm. Egal. Hallo. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Zack. Hallo. Ja, ich darf hier meinen Ding jetzt nicht benutzen. So, der König ist nicht hier. Sie steht jetzt hier, okay. Guten Morgen, Link, sagte Zoras dann. Bevor der Portal geglückt ist, wir hatten lange in unserer Warte. Kostbare Erinnerung verbunden sein. Sich womöglich. Wie es möglich so war. Aber komischerweise. Ein Stammwasser kann man leider. Ja, okay, das ist das, was sie uns schon erzählt hat. Okay, danke. König Dolphin, also Not soll das Dorf verlassen haben, um den ursprünglichen Stammstoff umzugehen. Da sein Volk so arg mitgenommen sei, wollte er die Last allein schultern. Er ist wahrhaftig wie sein Sohn. Ein sehr König, Dorf steht bereits eine Rückkehr frei. Ihre Kinder. Warum sollen. Okay. Da hat aber noch was. Achso, ne, Städte brauchen wir nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Bin bei meinem schönen Thronsaal gewesen hier. König, Schlag, war. Okay. Oh nein, ich hab verloren. Schlimm, Schlamm, schlimm, schlimm, schlimmer, schlimm. Schreckliche Monster, diesmal über. Auf ins Geheimhaus. Hm, was willst du? Ich habe da schon Leuten genug gekündigt auf anspielen. Okay. Geh sofort weg, sonst verbannt dich der König, jawohl. Okay. Soll ich jetzt einfach hier lang gehen? Kann ich hier irgendwie lauschen? König. Ja, jetzt so. Ich habe die Heldentaten vollbracht. Hurra, aber der klebrige Stamm hat mich erwischt. Was tue ich nur? König Dolphin rettet euren euer Leben. Schwimmt in euer Zerversteck. Hey, so wer redet Mutsu doch gar nicht. Mach's gefälligst richtig. Wieso muss ich überhaupt Mutsu und das böse Ungeheuer zugleich spielen, das Dorf? Hey, sag mal, wie hieß das nochmal, wo der König Dolphin sich versteckt? Also ich weiß das noch. Denn Howard hat's ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Das hieß, irgendwas mit Krawall. Kristallwasserpalast? Kristallwasser, ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfs so, was ja zum Großteil mit Schlamm verdreckt. Ja, irgendwo zwischen dem Donner und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Der dem Wasserfall verborgen ist. Ah. Der Wasserfall, ja. Okay, kann man. Ja, ja, okay, danke. Ich weiß jetzt was. Danke. Ah.
So, heißt... Zwischen Donner und dem Dorf befindet sich ein Wasserfall. Also befinden sich mehrere Wasserfälle hier, ne? Das Donnerhorn ist ja das Ding hier. Waren die wahrscheinlich den hier? Ich glaube, ich müsste so eine Rüstung anziehen. Ich darauf nur komme. Keine Ahnung. Na, ich zeige mich ein bisschen zu dem da. Würde ich jetzt mal behaupten. Nun gut. What the fuck? Unter dem Wasserfall ist es scheinbar nicht. Und wahrscheinlich hinter dem. Oder? So. Welchen Wasserfall ist denn das? So eine oder waren wir nicht hier sogar schon? Hier waren wir sogar schon. Ich kann den auch nicht abbrechen, was? Hallo, ich würde gerne. Hat die so aus dem Haus. Ich dann nicht, da ich zu meinem Ziel komme. Ist der Helm eigentlich auch schon dafür gedacht? Und den Wasserdrehattacken ausführen. Okay. So. Na, hier ist schon mal nichts. So, dann suchen wir jetzt halt alle was so Dinge ab, ne? Was du das ist, kommt der hier dran. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Okay. Mal so hier. Ja. Oder ist echt noch nicht gewesen? Ich hätte mir ja noch, dass das hier schon mal war. Ich hab's im Let's Play gesehen. Deswegen hab ich's gedacht. Also natürlich aber auch doof, dass du dann halt eben, wenn du die Sorge hast, dann kannst du nicht da rein kannst, ne? Weil das Spiel halt sagt, ja, schön's jetzt nach oben. Oh. Der König sieht aber nicht mehr so gut aus. Oh, wer da? Na sowas. Ist das etwa Link? Du hier? Wie hast du diesen Ort gefunden, ne? Welche Boshaftigkeit führst du wieder im Schilde? So wieder. Halt ein, guter Mutsu. Halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt. König der Soras. Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? So, so, daher also fließt der Strom. Die Prinzessin Zelda ist wahrhaft erstaunliches widerfahren. Prinzessin Zelda soll einfach fort sein, verschwunden sein wie Schaum in der Brandung?
Aber das ist lachhaft. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen, gesund und wohlauf. Es war gleich nach Schloss Heil. Es war gleich nach Schloss Heilwohls bizarrer Wandlung. Gemach Mutsu, das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne täuschen kann. Inkes Auge sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten des Soras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeit geben. Link, lass uns dir erzählen, was geschah, als wir Zelda sahen. Und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen Zelda, just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schäbende Insel waren erschienen und schreckliche Schlamm und Ruin begannen vom Himmel zu fallen. Mutsu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarre Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie die Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Seine Hoheit fochte mit sagenhafter Kraft und konnte das Ungeheuer zurückdrängen. Nach der Schlamm trat sein Übriges. Der Tilkönig ist nun aufs Grausamste mitgenommen. Und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte je bekannt werden, dass Zelda den König zu solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus den Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast von der Welt zu verbergen. Du sagst, dass Prinz Zelda in den Karawanen unter Schloss Hyrule plötzlich verschwand. Und doch zeigt sie sich im Dorf der Zoras und tut so etwas Grausames an. Ein Mysterium, so tief wie das Meer. Doch für uns Zoras steht eine Sache fest. Das Rätselslösung muss irgendwo am Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe der Schlamm und das Ungeheuer. Ja, sogar das Mysterium von Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antwort auf alle jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhlen. Sidon sandte Yuto einen der Forschungen von Ruinen über auskundige Gelehrten, um die Sache auf den Grund zu gehen. Wir wüssten nur geht zu gerne, ob er wohl mittlerweile Neues in Erfahrung bringen konnte. Oh, du kannst dich also bereits mit Yuto unterhalten. Steintafel sprach also von einem Symbol des Königsvieh. Ja, der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die Königsschuppen der Regenten des Sora-Volks. Sie wurden in alten Zeiten, in alten Riten so bezeichnet, wie genau sie als allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollten wir unsere Schuppen jedoch von Nutzen sein, so zöger nicht und nimm dir so viele du brauchst. Nur keine Scheu, solltest du weitere benötigen, komm zurück und hol dir neue. Es sind mehr da, als wir je benötigen könnten. Königsschuppen, 5 Stück, okay. Jedoch stimmt uns etwas traurig. Etwas, das uns sehr klar geworden ist. Ein solches Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist das Moment, ist der Moment gekommen, unsere Pflichten sie dann zu übertragen. Aber Hoheit, auch diese Frage werden wir uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wurde. Bitte unterrichte Sidon über unseren Verbleib und darüber, was wir dir über die Königsschuppe verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen. Er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Jawohl, Sir. Ich glaube, hier kann man noch viel mehr machen, ne? So, hier ist nicht. Ist immer noch lang, oder was? Oh, hier hat's, ne? Stimmt, und. Ah, da. Cool. Ja, wenn er sich nicht verteidigt, warum sollte ich nur. Dieses Monster hat den König bestimmt angegriffen und ihm das angetan. Holzfäule. Cool, danke. Ob ich auch wirklich das Monster da treffen kann, oder wie? Ja, sonst bringt mir das aber hier nichts. Schade. Dann stellen wir mal hier auf. So.
Ach lol. Hätte ich das mal gewusst, ey. Wäre ich einfach hier runtergejumpt. Oh. Ach, da sind die zwei gewesen. Okay, cool. Ja, haben wir das auch geschafft. Ja, zum Ding jetzt haben wir gar nicht mehr, oder was? Ja, was genau, Landfisch? Okay, machen wir später. Wenn wir das nicht machen müssen erstmal, dann lassen wir das. So, gehen wir hier rüber eben. Oh, hier war ich da auch schon, glaube ich, ne? So, hier was. Besonders, was ist das denn da? Was ist los, Katze? Miau, hab ich gehört. Hm? Was ist los? Hm? Was ist Aufmerksamkeit? Papa ist gleich fertig mit Aufnehmen. Dann macht er dir wieder alles, was du willst. Wieder mal. Aber da sind wir richtig diesen Smog, den Schnitt da, ne? Sieht echt nicht schön aus eigentlich. Ah. Okay. Ist da oben irgendwas? Bin ganz doof gefragt. Ob wir schon hier oben jetzt sind. Ist hier ein Krog? Vielleicht. Oh. Also auf jeden Fall der Schlamm hier, hat mir keine Sorgen. Also tut mir nichts. Hier vielleicht? Ne, auch nicht. Alles gut. Ich darf ihn berühren und so. Okay. Ich laufe einfach ganz weit hoch. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt eine Kletterhose anziehen, ne? Wäre cool. Mensch, was meinst du? Die. Geht ja auch so. Die. Aber wunderbar, hier ist es. Was ist hier? Das ist echt kein Krog. Ich irgendwie erwartet, ich glaube, das wird. Ah, hier ist doch einer. Sagen, kannst du mal bitte weggehen, Flugmann? Ah. Tschüss. Ja, okay, tschüss. So, ich bin am größten Punkt der Zoras. Woo. Und tschüss. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In der nächsten Folge. Oh, das ist noch was. Da will ich hin. Das kann ich auch noch fotografieren. Die alten Schriften. So. Zuck. Ich hoffe mal, wann kommt da raus? So, was haben wir hier? Kapitel 6. Aber ja, wir haben es ja damals gemacht. Yes. Cool. So, haben wir das auch. Dann finde ich das noch irgendwas, was wir uns erkunden wollen würden. Hui. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.